Hallo liebe Anime-Freaks und Brettspiel-Nerds und herzlich willkommen zu Folge 2 meiner Videoreihe Thematische Brettspiele mit Anime-Bezug. In der ersten Folge habe ich euch ja Attack on Titan The Deckbuilding Game vorgestellt. Dieses basierte ja auf dem Anime Attack on Titan. Das Spiel, was ich euch heute vorstelle, basiert nicht auf einem Anime, aber vom Setting, Thema und von der gesamten Atmosphäre her könnte es das durchaus. Und zwar geht es heute um Tante Koore, a Deckbuilding Card Game. Wir fangen an mit ein paar Fakten. Tante Koore ist für 2 bis 4 Spieler, Spieldauer ca. 45 Minuten, ist ab 13 Jahren empfohlen und ist 2009 bei Japanime Games erschienen, hat ein Boardgame Geek Ranking von 7,6. Worum geht's thematisch? Die Spieler sind Hausherren und wollen Hausmädchen in ihre Dienste aufnehmen, damit diese die unterschiedlichen Tätigkeiten, die in so einem Haus anfallen, ausführen, wie Betten machen, putzen, wischen, Gartenarbeit und was es da sonst noch so alles gibt. Die Hausmädchen geben unterschiedliche Vorteile und auch Siegpunkte und der Hausherr, der am Ende des Spiels die meisten Siegpunkte hat, hat gewonnen. Was ihr hier seht, ist einmal der Aufbau des Spiels, wobei ich da darauf hinweisen möchte, dass ich, wie ihr hier schon seht, ich habe 3 Expansions oder insgesamt 3 Variationen von Tante Koore und habe mir da insgesamt die Karten so ein bisschen zusammengemischt, je nachdem mit welchen Hausmädchen ich am liebsten spielen möchte. Das kann man dann eben auch tun, weil auch schon im Basisset sind genügend Karten drin für ein bisschen Variation. Und je mehr Erweiterungen man dazu kauft, desto abwechslungsreicher wird es natürlich. Das ist wie gesagt aber der Standardaufbau, der ist immer gleich. Und zwar sehen wir hier 10 Hausmädchen, die man eben kaufen kann. Die werden halt eben zufällig bestimmt oder man sucht sich die aus, mit denen man spielen möchte. Dann gibt es hier unten noch die, ja, die Chefs der Hausmädchen, die Chief Maids. Ja. Die haben eine besondere Funktion, die ich noch erläutern werde. Dann gibt es hier unten die Währung. Ja, in dem Spiel ist Liebe die Währung und die gibt es halt hier in der 1, 2 oder 3er Währung. Dann haben wir hier rechts noch Ereignisse, die man auch kaufen kann und hier unten noch ein Private Maid, also ein privates Hausmädchen. Was es damit hat, erkläre ich auch nochmal. So, wie bei jedem Deckbuilding-Game startet man mit einer bestimmten Anzahl von Karten und die sind für jeden Spieler gleich. Das sind nämlich diese 10. So, und zwar, man sieht es schon, relativ easy, man hat 7-mal ein Love, also ein Liebe, die Währung des Spiels und 3-mal eine Chambermaid Chief, nämlich die Beatrice. So, das mischt man zusammen. Wie gesagt, bekommt jeder Spieler, Startspieler wird ausgewürfelt, ausgelost, wie auch immer und dann geht es schon los. Und zwar zieht jeder Spieler 5 Karten von seinem Deck. So, nehmen wir mal an, das wären jetzt meine 5 Karten und dann bin ich dran und ich habe, wenn ich dran bin, genau eine Aktion, die hier in dem Spiel Service genannt wird. Zu erkennen hier an diesem Symbol, das ist so eine Hand mit einem ausgestreckten Finger, das ist immer das Service-Symbol und davon habe ich erstmal standardmäßig ein, wenn ich dran bin. Ich kann durch bestimmte Karteneffekte auch mehrere Service erlangen, um dadurch mehrere Aktionen zu machen und ich habe eine Kaufoption. Also, wenn ich dran bin, ich ziehe 5 Karten, ich habe einen Service und eine Kaufoption. Am Anfang wird man noch nicht ganz so viel machen können, weil Beatrice ist eine tote Karte. Die hat im Prinzip keine weiteren Effekte. Warum das so ist, erkläre ich gleich. Also möchte man sich erstmal etwas kaufen. Man hat in dem Fall jetzt hier 4 Liebe. Jetzt gucken wir uns einmal die Mädchen an, anhand zweier Beispiele und gucken uns da einmal, wie so eine Karte aufgebaut ist. Und zwar haben wir oben links in dem Herz immer die Anzahl an Liebe, die es kostet, um dieses Mädchen in den Dienst, in seinen Dienst aufzunehmen. Das heißt hier bei der Pauline, die kostet 2 Liebe, während die Genevieve 4 Liebe kostet. Ganz witzig, hier oben sieht man immer, auf was dieses Mädchen spezialisiert ist. Und das ist hier also die Teammaid. Die ist dafür da, um uns Tee zu servieren, während Genevieve die Cooking Maid ist, die also fürs Kochen zuständig ist. Ja, so unterschiedlich kann es sein. Das Mädchen oder das Hausmädchen, was Tee serviert,
ist nicht zwangsläufig fürs Kochen zuständig. Aber gut. So, das heißt, wir könnten uns theoretisch, weil wir ja vier Love auf der Hand haben, die Genevieve kaufen, die auch mehrere Vorteile hat. Das ist hier unten. Sie hat keine besondere Fähigkeit, das würde hier in diesem Feld stehen. Aber wenn wir sie ziehen, gibt sie uns eine Karte, einen weiteren Service und einen Love. So, das tut sie aber nicht jetzt direkt, sondern Genevieve kommt jetzt erstmal mit den anderen Karten, die wir gespielt haben, in den Ablagestapel. Wir ziehen wieder fünf Karten, das sind ja dann die restlichen fünf Karten aus dem Deck. Dann sind erstmal die anderen Spieler dran. Wenn ich jetzt wieder an der Reihe wäre, hätte ich jetzt drei Love. Für die könnte ich mir auch wieder etwas kaufen. Dann würde ich zum Beispiel eine von diesen beiden auswählen. So, da haben wir jetzt Safran, die drei Love kostet. Das Herz oben links, wie erwähnt. Oder die Kagari, die ebenfalls drei Love kostet. Und genau, und dann könnte ich mich für eine von den beiden entscheiden. Und ich würde jetzt zum Beispiel mal die Safran nehmen. So. Die kommt also auch in den Ablagestapel. Und jetzt habe ich ja keine Karten mehr im Ablagestapel. Das heißt, im Deck, Entschuldigung. Das heißt, mein gesamter Ablagestapel wird gemischt. Ich ziehe neue Karten. Und habe jetzt zum Beispiel schon die neu erworbene Genevieve in meiner Hand. So, wenn ich jetzt wieder dran bin, dann wird das Spiel so langsam interessant, weil ich habe jetzt eine Aktion, einen Service. Und für diesen einen Service kann ich eben meine Genevieve spielen. Und was macht Genevieve? Wir hatten ja gesagt, Genevieve lässt mich eine Karte ziehen, gibt mir ein Love und gibt mir auch sogar einen weiteren Service. Das heißt, ich ziehe jetzt erstmal eine weitere Karte und habe jetzt noch eine Safran auf der Hand. So, und da ich ja von Genevieve einen weiteren Service bekommen habe, also eine weitere Aktion, könnte ich auch noch Safran spielen, die mir dann nochmal zwei Love geben würde. Ich könnte aber auch, Safran ist eine sogenannte Chambermaid, wie die Beatrice, die wir in unserem Standarddeck haben. Ich könnte auch Safran für einen Service als Chambermaid in meine Auslage, also vor mich hinlegen. Das würde bedeuten, dass Safran dann nicht mehr wieder in mein Deck gehen würde und dafür würde ich eben Bonuspunkte am Ende des Spiels bekommen, je nachdem, wie viele Safrans ich in meiner Auslage liegen habe. Für zwei gibt es vier, für drei gibt es acht und schaffe ich es, sogar vier Safrans in meiner Auslage zu haben, dann bekomme ich sogar 12 Siegpunkte. So, das heißt, ich kann Safran jetzt also auf zwei unterschiedliche Arten nutzen. Entweder ich bringe sie ins Spiel und bekomme dafür ihren Effekt von zwei Love, oder ich bringe sie für den Service als Chambermaid ins Spiel. Sie wandert nicht mehr zurück ins Deck, aber dafür ist sie am Ende eben Siegpunkte wert. Da wir noch am Anfang des Spiels wären, würde ich sie jetzt wahrscheinlich nutzen, eher um die Love zu nutzen. So, und das bedeutet, ich habe in dem Zug sogar richtig viel Love. Ich habe ja hier vier auf der Hand plus die zwei, die mir Safran gibt, plus die eine Love von Genevieve, die mir auch noch, wir erinnern uns, ein Love gegeben hat. Das heißt, ich hätte jetzt richtig viel Love, nämlich 7, und damit könnte ich schon ordentlich was machen. Allerdings habe ich nur eine Kaufoption, nämlich die, die ich am Anfang des Spiels automatisch bekomme. Es gibt auch Maids, die eine weitere Kaufoption geben. Zum Beispiel wäre das, nehmen wir mal die, die kostet auch 7. Das heißt, die würde ich mir jetzt zum Beispiel für meine 7 Punkte holen. Das ist Anise, die Treasure Maid, also die Schatzmaid, die bewacht also die Schätze oder verwaltet die Schätze des Herrn, keine Ahnung. Die kostet 7. Die könnte ich mir also leisten. Und wenn ich sie dann ziehen würde, würde sie mich drei Karten ziehen lassen und ich hätte eine weitere, ne, Kaufoption hier unten. Und zusätzlich, man sieht es oben rechts, wäre sie auch noch einfach so 3 Siegpunkte wert. Ja. Das ist im Prinzip das Spiel. Nochmal zwei, drei Besonderheiten. Man kann sich natürlich auch neue Währung kaufen. Das heißt, hier kann man für insgesamt 7 Love eine Dreier-Laufkarte kaufen, damit man eben hinterher auch teure Karten kaufen kann. Man kann sich natürlich auch noch weitere Beatrices holen. Oder hier die Marianne ist auch eine Mage Chief. Die kann einfach mal nix, kostet aber 9 Love und gibt am Ende des Spiels 6 Siegpunkte. Also sehr, sehr wertvoll. Dann hatte ich ja gesagt, gibt es immer hier eine Private Maid, die offen liegt. Die sind besonders stark,
weil die haben immer einen andauernden Effekt. Sie wandern nicht ins Deck des Spielers, sondern direkt in die Auslage, wie es vorhin bei dem Beispiel mit Safran war. Und dann haben sie eben einen dauerhaften Vorteil, den der Spieler nutzen kann. Man darf auch immer nur eine Private Mate im Spiel haben, also die, die mit dem schwarzen Rand. So, und dann haben wir hier noch zwei Aktionskarten, die ich auch noch ganz kurz zeigen werde. Das einmal ist die Illness, also die Krankheit. Damit kann man beim Gegner ein Hausmädchen aus dem Spiel nehmen. Also wenn der jetzt ein Hausmädchen hat, wie zum Beispiel seine vierte Safran, wie wir gerade hatten, die ihm dann 12 Siegpunkte geben würde, könnte man damit eine mit der Illness aus dem Spiel nehmen und würde dem Gegner damit Punkte klauen. Und dann haben wir hier noch das Bad Habit, also hier so ein Beispiel, eine Froschplage. Das ist einfach ein Minus-Siegpunkt am Ende. So kann man den Gegner auch nochmal ein bisschen ärgern. Und durch die Erweiterung, ihr seht das hier, ich habe hier die Erweiterung Expanding the House und Romantic Vacation. Es gibt mittlerweile auch noch die Oktoberfest-Erweiterung und aktuell auf Kickstarter gewesen die Winter Romance Erweiterung, das heißt also insgesamt ein Basisspiel und vier Erweiterungen. Und damit kommen noch eine ganze Menge neue Elemente ins Spiel. Nur ganz kurz, zum Beispiel gibt es hier eine Erweiterung, die bringt eben Buildings ins Spiel, also Gebäude, wie hier das Landhaus oder der Liliengarten. Die kann man eben auch kaufen, die Gebäude, um dann eben sich Siegpunkte um eben Siegpunkte zu bekommen. Da sind allerdings bestimmte Bedingungen dran geköpft. Das heißt, man braucht einige Hausmädchen, die sich dann auch um den Garten kümmern. Aber die Gebäude sind dann eben sehr, sehr wertvoll. Dann gibt es zum Beispiel eine andere Erweiterung, die bringt noch so, ja, das sind Aufgaben mehr oder weniger ins Spiel. Und zwar liegen da immer zwei Aufgaben aus. Und dann steht hier in der Mitte, was man eben haben muss. Zum Beispiel hier, four general made cards, each with an empty employee cost, five or more. Das heißt, wenn ich es schaffe, in meiner Runde vier Mädchen auszuspielen, die alle fünf oder mehr kosten, also es ist auch schon eine sehr etwas schwierigere Aufgabe, dann darf ich mir die als erfolgreich bestanden nehmen und bekomme 10 Siegpunkte. Da gibt es noch andere Karten, die halt ein bisschen leichter zu erreichen sind. Bringt auch nochmal etwas Abwechslung ins Spiel. Ja, wann ist das Spiel zu Ende? Wenn zwei Stapel der Hausmädchen leer gekauft sind, dann ist das Spiel zu Ende und dann wird eben geguckt, wer die meisten Siegpunkte hat. Zum einen durch Karten, die direkt Siegpunkte geben, oder zum anderen wie eine Safran, die eben Siegpunkte gibt, je nachdem, wie viele Hausmädchen man in seiner Auslage liegen hat. Ja, das ist Tante Koore und damit komme ich auch direkt schon zu meinem Fazit und während ich das tue, zeige ich euch nochmal ein bisschen Artwork von dem Spiel. Ja, Tante Koore, für die Brettspieler unter uns, wir wissen, Deckbuilding ist ein sehr bekanntes Genre. Das fing alles mit Dominion an und für viele ist Dominion der heilige Gral der Deckbilder. Ich muss sagen, mir gefällt Tante Koore um einiges besser. Das liegt zum einen natürlich an dem Setting. Mir gefällt das gesamte Setting mit den Hausmädchen, die Artworks, die sind richtig, richtig wunderschön. Ja, aufreizend, aber nicht anstößig. Das heißt, wir bekommen hier keinerlei komplett nackte Mädchen zu sehen, sondern, wie wir hier gesehen haben, höchstens mal in einem Bikini. Das geht für mich völlig in Ordnung, dass man das halt auch mit Leuten spielen kann, die jetzt nicht so mit Anime-Setting am Hut haben. Aber wenn man auf Animes steht, Mangas steht und vielleicht auch ein bisschen diese Zeichnung und Artwork zu würdigen weiß, dann sieht man, dass hier Tante Koore echt ein ganz, ganz, ganz großartiges Artwork mitbringt. Und ja, das gefällt mir eben dabei. Das Setting, klar, das ist so ein bisschen abgedreht, typisch japanisch mit dem Hausherr und den Hausmädchen und hin und her. Das ist vielleicht auch nicht für jedermann was, aber wenn man sich darauf einstellen kann, dann hat man wirklich hier ein ganz tolles Spiel und eine ganz tolle Alternative zu Dominion, weil Tante Koore eben auch mit den Erweiterungen dann einiges anders macht und ein bisschen raffinierter macht, spannender macht mit den ganzen Aktionskarten, die man noch hat oder später dann den Buildings, die ins Spiel kommen, den Aufgaben, die man lösen muss und so weiter und so fort. Also mir persönlich gefällt Tante Koore um einiges besser als Dominion.
Es ist ein fantastischer Deckbilder, leider nur in englischer Sprache. Das heißt, das wäre so ein Nachteil von dem Spiel, die Sprachbarriere. Wobei, wenn man die Karten einmal kennt und vielleicht dann auch öfters mal mit den gleichen spielt, dann lernt man sie ja kennen und auswendig und dann ist die Sprachbarriere auch nicht mehr so ein Thema. Das gesamte Setting, ja, wenn man wirklich auf Menschen stößt, die sagen, das gesamte Setting stößt mich so dermaßen ab, das möchte ich nicht spielen, dann ja, schade, muss man da eben Verständnis für haben. Ich wiederum sehe aber das Setting, dieses unverbrauchte Setting mit den Hausmädchen als ganz großen Pluspunkt des Spiels und wie gesagt, wer ein Faible für Anime und Mangas hat, dem sei Tante Koore eh uneingeschränkt zu empfehlen. Es ist ein ganz, ganz, ganz großartiges Spiel. Deswegen von meiner Seite Daumen hoch. Und wenn ich eine Bewertung abgeben müsste, würde ich tatsächlich 9 von 10 Punkten geben. Das heißt, alle Daumen hoch. Und ja, das war's mit meinem Video zu Tante Koore. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Däumchen da, lasst mir einen Kommentar da, lasst alles da, was ihr wollt, ein Abo. Und für die Anime-Freaks in der Facebook-Gruppe auch hier nochmal, ihr seid aufgefordert, gebt mir Likes, gebt mir Feedback, ob diese Videoreihe weiter in der Gruppe gepostet werden soll. Ich würde mich freuen und bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich auf das nächste Mal in Folge 3. Ich spoiler schon mal, wird es dieses Spiel geben und das ist My Fair Princess. Ein Worker-Placement-Spiel, also mal ein anderes Genre als ein Deckbilder. Und damit sage ich jetzt aber wirklich ciao, ciao und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.